mein Bett kaputt. Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Stelle ich euch mal ganz gemütlich meine Ostergeschenke, aka Osterpickups, vor. Also ich will damit jetzt nicht flexen oder so. Es gibt Leute, die bekommen PS5 zu Ostern. Jetzt nicht so viele Geschenke bekommen. Ein bisschen was habe ich trotzdem bekommen. Von jeweils hier mit Opa so eine Kleinigkeit. Das stelle ich euch jetzt mal vor. Wird ein kurzes Video. Wird nicht länger als 10 Minuten gehen. Höchstens. Übrigens, ich habe mir auch heute was Neues gekauft. Zeige ich euch auch. Hab mir hier so ein Alexander Sun gekauft. War runtergesetzt von 37 auf 20 Euro. 75 ml und ein Duschgel 75 ml. Für 20 Euro macht man nicht viel mit falsch. Schön sommerlicher Duft. Doch hier so ein Duschgel. Wenn man es aufmacht, riecht man schon direkt. So weiße Optik. Alexander Eau de Toilette. So Vanillegeschmack. So ein bisschen Geruch her. Natürlich zu Ostern. Guckt ein bisschen was. Süßfell bekommen. XXL. Popcorn. Popcorn süß. Besser als salz. Wollte ich was anderes behaupten, weird. Zweimal bei Lou und Opa ist einmal so Marshmallows, von American Style und einmal diese Classic. Verschiedene Packungen sind beide gut. Da oben habe ich auch noch zwei Marshmallows. Ich bekomme immer Marshmallows zu Ostern geschenkt, esse aber nicht. Weiß ich, was damit soll. Ein halbes Kilo Marshmallows. Von allen größeren Sachen, in denen hier, werden auch Detail-Shots eingeblendet. Weinland, ja, cool. Nee, das ist nicht Weinland. Guck mal, die Verpackung sieht übelst ähnlich aus. Eine Frage, was habe ich letztes Mal noch mal geguckt? Tipps auf Instagram. Packung von G4E, die hat Justin mal im Video vorgestellt. Also, Empfehlung. Das mögliche coole Sonnenbrillen. Das ist eine. Letztes Jahr habe ich mehrere Sachen bekommen. Monopoly, auch eine Sonnenbrille. Letztes Jahr habe ich ein bisschen mehr bekommen. Ich will mich aber nicht beschweren. Trotzdem nett von dem Oster. Lolli, weiße Schokolade. Ja. Noch ein, nochmal weiße Schokolade. Weiß auch nicht, wieso ich nur weiße Schokolade bekomme. Und auch normaler. Dann darf an Ostern natürlich auch nicht fehlen. Osterhase. Osterhase mit einer Überraschung drin. Darf an Ostern nicht fehlen. Das Standard Ostern. Das gibt es immer. Schreibt natürlich auch rein, was ihr von den Sachen haltet. Hattet hoffentlich eine schöne Zeit mit eurer Family. Hatte ich auch. Riesen Überraschungsei. Ich werde wieder entdeckt. Oreos habe ich schon angebrochen. Oreo Original. Die Vanille-Oreos sind auch geil. Aber die hier. Einfach lecker. Die haben noch was. Mit Sky habe ich auch schon fast aufgegessen. Mini-Brezeln. Die kann man einfach so im Sitz am PC. Kann man easy wegsnacken. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die etwas teurer waren. 25 Euro. Ja. Hier, 2 und 5er. Habe ich in letzter Zeit viel Money gemacht. Ein paar Sachen verkauft. War auf dem Flohmarkt. Nächstes von meinem Opa. Hand mache ich immer Sport. Ich gehe joggen, habe auch Jogging-Schuhe. Diese Workouts von Sascha Huber. Pups, geh raus, 20 Minuten Workout. Ich habe zwar Handeln, aber die sind nicht so handlich. Die hier sind so einfacher, liegen besser in der Hand, sind nicht so klobig wie die anderen. Ein Kilo reicht erstmal, aber du kannst damit alles mitmachen. Wird aus Neopren, kannst du sogar mit in Wassersport machen. Du kannst so, uff. Ich war heute schon joggen, die große Runde. Und danach erstmal zehnmal so. So. Bei denen du halt krass, wenn man was falsch macht. Rot, auch schöne Farbe. 3 Kilo. Handel für Sport. Super. Als nächstes kommen wir zum Editorbuch von Dominic, Kevin, Papa Platte und Luis. Die reden da über alle möglichen Themen. Zwischendurch sind immer Zeichnungen, die die selber gezeichnet haben. iPad haben sie im Podcast erzählt. Hier das Cover Editorg. Hier unten noch das Buch zum Podcast. Das war überall ausverkauft. Hier Riva Verlag Editorg. Normalerweise springt Kevin, Papa Platte, Dominic, aka Luis in den Podcast sehr locker. Das hier ist auch strukturiert im Podcast. Unterbrechen die sich ständig? Den höre ich auch jede Woche ein paar Podcasts, die ich höre. Der Eli-Podcast, Offen und Ehrlich, Dick und Doof, ja. Ist auch ein eingebautes Lesezeichen, was man so nutzen kann. Das haben viele Bücher nicht. Das hier hat das. Ich bin gerade beim Thema Internet auf Seite 104. Ich habe es am Sonntagmorgen bekommen. Heute ist Dienstag. Also in 2 Tagen, 100 Seiten. Ich habe viel gelesen, ist schon stabil. Ist auch ein relativ dickes Buch. Hat 320 Seiten. Also normalerweise die Bücher, die ich habe, hatte irgendwie 200. Das 300 ist schon krass. Zwischendurch ist immer sowas unterstrichen und dann noch von der Notiz. Wechseln sich immer so ab zu den Themen. Mal Kevin, mal Dominic steht dann auch davor. Ist ein cooles Buch. Empfehlung raus, könnt ihr euch gerne holen. Auch wenn man den Podcast schon kennt, erfährt man immer noch viele neue Sachen. Ein paar Sachen wiederholen sich, man kennt es schon aus dem Podcast. Richtig cooles Buch. Hier Themen, Intro, Schule, Mädchen, Dating, Internet, Videospiele, Musik, Selbstbewusstsein, Angst, Sucht, Geld. Jetzt kommen wir zu den Highlights für den Sommer. Was braucht man im Sommer immer? Eine Sonnenbrille. Die ist jetzt nicht mit Sehstärke, trotzdem eine krasse Sonnenbrille. Sonnenbrillen sind immer wichtig. Ich habe irgendwie 7 Stück von H&M. Zwar auf Asos, verstehe ich auch nicht. Hilft sogar gegen die Sonne. Letztes Jahr habe ich eine zu Ostern bekommen. Die hat nicht mal gegen die Sonne geschützt. Gestern war auch mega sonnig. Ich habe mich in meinen schönen Schaukelstuhl gesetzt. Wie eine alte Oma. Und habe ein Buch gelesen. Ja, es klingt so allmann, wenn man das hört. Alter, wie alt man das klingt. Das hier ist die Brille. Die andere ist von Weekday in schwarz.
Die sind sehr, sehr ähnlich. Clever schon ein bisschen dreckig. Clever sind so ein bisschen fleckiger und eher runder. Das hier ist die erste. Die sitzt ein bisschen länger. Ich sehe damit aus wie das beste Welt. Also würde ich gleich Catwalk machen. Werde ich auch nur im Sommer im Urlaub tragen. Wenn ihr das schon ein bisschen cringe schon. Ist eine wilde Sonnenbrille von Weekday. Ich glaube 15 Euro hat die gekostet. Ein cooles Ding. Schlicht schwarz. Macht man nicht viel mit falsch. Die nächste aber auch schlicht weiß. Coole Brille in so einem Weiß, auch 8 Euro oder so. Zwei Brillen für den Sommer, da habe ich noch eine aus. Coole Sachen. Schreibt rein, was ihr von den Sachen haltet. Was fand ihr am besten? Geld kann man sich selber auch so was man davon kauft. Kauft mir, weil ich bald den Ohrring wechseln kann, vielleicht Ohrring davon. Süßigkeiten gehen immer, kann man viel essen. Kleid ordentlich im Mann. Handeln für Sport, sportliche Sachen, bildende Sachen, Lifestyle-Sachen, Essenssachen. Von dem man fett wird. Das nächste Video wird wahrscheinlich der Vita-Welt-Test. War heute schon irgendwie in 6 Läden. Gab's nun zu VitaWelt. Guck jetzt jeden Tag im Supermarkt nach VitaWelt. Ich hoffe, ich find's. Aber er hat ja gesagt, auf Insta, in den nächsten 1-2 Wochen wird's in jedem Bundesland, in jedem Rewe und Edeka vereinzelten Discountern verfügbar sein und dann dauerhaft. Das finde ich cool. Ich hab einfach fucking jetzt erst 7 Millionen Flaschen produziert. Manche kaufen 7 so Packs. Voll crazy. Es wird sehr beliebt sein. Die werden durch die Decke gehen. Vitaminwasser. Bin gespannt, wie es schmeckt. Himbeer, Pfirsich, Zitrone. Wassermelone. Echt cool. 1 Euro. 500 Milliliter. Red Bull und sowas. Ist alles teurer. Hab heute auch den neuen Red Bull getrunken. Aprikose Erdbeer. Alter, das ist mein Favorite Red Bull. Aber die Aprikose Erdbeer, 9 von 10. Das schmeckt aber wie so ein Erdbeersaft. Das ist von einem Red Bull der natürlichste. Die anderen sind ja so unlastig und so. Der ist richtig gut. Es klingt wie hier ein Product Placement, aber ist es nicht. Ich habe euch ja schon das Parfüm gezeigt, was wir heute gekauft haben. Ich habe auch noch Schuhe gekauft. Ich habe mir im letzten Video Advance gekauft. Aber ich zeige dir so die Schuhe. Aber ich habe gedacht, so manchmal 40 kann man die gut rocken. Kurs 40 Euro. 40 Euro habe ich gedacht, macht man nicht viel falsch damit. Sind von Dockers. Richtig krasse Schuhe. Converse angelehnt. Ich habe auch noch so Big Owens-artige gesehen. Die sahen komplett wie Big Owens aus. Aber da fand ich, stand mir einfach nicht. Die sahen doof an mir aus. Finde ich cool. Die haben eine Schleife. Aber nur so eine optische mit Kreok mit Reißverschluss rein. Die habe ich mir heute gekauft. 40 Euro plus Parfüm. Was ich immer noch crazy finde. Parfüm und Duschgel für 20 Euro. Mein Dior Parfüm hat 50 gekostet. Und war runtergesetzt. Einfach so weiße Schuhe mit so Farbklecksen, so Graffiti-Style. Farbkleckser, blau, rot. So ein Graffiti-Look. Blende ich jetzt keine aufwendigen Dienstschutz ein. Auch hier noch original. Talkers. Das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Die Aufnahme ging jetzt doch ein bisschen länger als gedacht. Werd's auf jeden Fall ein bisschen runterschneiden. Und ciao, ciao. Ich hoffe, ihr hattet eine Ostern. Nächste Woche geht's wieder in Schule. Und ciao, ciao. I'm a really big hitter, big picture, I'm a straight killer, rising the song to the highest bidder, got juice, got gas, I'ma move fast, new shoes, new tracks, like who's that, I'm new, come back, better than last, yeah, it's a new me, never gonna look back.